keine Rolle. Die spirituelle Erkenntnis der geistigen Welt ist das Verjüngungsmittel, und in diesem Sinne nach Wahrheit zu streben, das ist alles, was wir brauchen. Aber das ist viel. Das ist viel. Das ist es. Mehr ist eigentlich nicht zu tun, aber was gehört jetzt alles dazu? Wir haben, wenn wir diese fünf Alter anschauen, ne, dann haben wir unten mal das chronologische Alter, und da geht es um diesen physischen Körper. Ja, der physische Körper außen ist unser Tempel. Also ist schon diese Wertschätzung des physischen Leibes, mit der ich auch immer etwas kämpfe, wo ich immer zu wenig drauf achte, dass wir unserem physischen Körper halt nicht zu viel zumuten. Aber das muss jeder für sich rausfinden. Ne? Dass wir wirklich vernünftig sind in Gesundheit. Aber das ist gar nicht so einfach. Ja? Wenn wir schon wissen, dass das ganze Streben der Wahrheit dienen soll, dann steht an erster Stelle, beginne so früh wie möglich, und das sind wir als Eltern und Großeltern unseren Kindern schuldig, schulen wir die Kinder so früh wie möglich, nach Wahrheit zu streben. Das ist das Wichtigste, was unsere Gesellschaft braucht. Zum Glück wird nur noch wenig gelogen heutzutage. Ne? Das ist so. Das ist so. Ja, so. Alles, was wir in der Öffentlichkeit lesen, ist durchdrungen von tiefen Wahrheiten. Das ist, ja. Man muss sie nur erkennen hinter der Lüge. Ne? Das ist ja eine riesige, ein potemkinsches Dorf oder wie auch immer man das nennt. Also, da stehen lauter Fassaden, guckt man dahinter, dann erkennt man die Wahrheit. Deshalb muss man sich nur üben. Aber die Welt ist voller Wahrheit, aber man muss erst einmal die Lüge und die Verdrehung und die Manipulation durchdringen, dann entdeckt man schon die Wahrheit. Also, ja, das ist das Wesentliche, dass wir das tun, so schnell wie möglich. Eigentlich das ist das Wichtigste, nach Wahrheit streben. Und dann kommt eben genau das, es geht nur, wenn ich mich um spirituelle Themen kümmere, wenn ich mich wirklich befasse mit der geistigen Welt, weil die Freiheit dazu dient, und die Freiheit ist ein hochspirituelles Thema, dass wir in die Liebe kommen. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Alles andere ist noch Egoismus, das ist ein heißes Thema. Und deshalb ist das Streben nach der Wahrheit das Erste, und für unseren Körper heißt es halt, naja, vernünftig, in Anführungszeichen, vernünftig damit umgehen. Da hängt dann eng dieser Ätherleib damit zusammen, und da ist vor allen Dingen eines, was natürlich Ätherkräfte verbraucht, ist viel zu essen. Ja, viel Essen verbraucht halt etwas mehr Kräfte. Also wenn man das schafft, irgendwie sich normal zu ernähren, ist das eine wunderbare Geschichte. Aber man sollte es immer aus der Liebe auch tun und aus der inneren Erkenntnis und nicht nach äußeren Regeln. Das bitte nicht, sondern selber erkennen, was einem gut tut. Das kennen wir alle. Bewegung. Bewegung, das ist nichts Neues. Bewegung fördert Lebenskräfte. Was eine wunderbare Geschichte ist, um Lebenskräfte, diesen Ätherleib zu fördern, ist Musik und Singen. Gute Musik und Singen ist eines der wunderbarsten Dinge, Jugendkräfte sich zuzuführen. Klar, und mit liebevollen, also mit angenehmen Menschen und am besten mit Menschen, mit denen man sich über spirituelle Themen unterhalten kann, ist eine wunderschöne Geschichte. Aber dann ist eines der wichtigsten, ja, Jugendmittel ist Liebe. Das ist Liebe, Liebe. Nicht verliebt sein, das ist ja Liebe bekommen, ne, sondern lieben. Schwierigste auf der Erde, das Allerschwierigste. Also je mehr wir lieben, desto mehr Jugendkräfte werden uns zufließen. Das kann ich garantieren. Aber da tun wir uns schwer, aber wir wollen alle geliebt werden. Liebe zu diesem Ätherkörper und zu diesem physischen Körper, das sind so die üblichen Dinge, die man kennt. Gute Ernährung einigermaßen, Bewegung, Musik, alles Schöne, Licht, viel Licht und Sonne, das sind alles Dinge, die diese Lebenskräfte pflegen und nähren. Das Dritte ist jetzt, wir haben über diesen Astralkörper gesprochen, da sind wir jetzt schon, ja, da sind wir schon bei der härteren Arbeit, noch, da wird es noch, zunächst mal fast leicht, aber vielleicht auch härter, nämlich da geht es um all diese Dinge, die wir kennen, ja, habe ich schon angesprochen, beginnt mit Arroganz und Eitelkeit und Überheblichkeit, mit mangelndem Selbstwertgefühl, mit Wut und Zorn und Aggressivität, Habsucht, Egoismus, Neid, Eifersucht, alles, was so in unserer Seele, in unserem Astralkörper da rumort und schmort und uns vorantreibt,
Das sind alles die dicken Brocken, die wir zu wandeln haben. Das ist spirituelle Arbeit. Und je mehr wir daran arbeiten und das Stück für Stück überwinden, desto mehr freuen sich, ich sage dann immer so ein bisschen burschikos, die Mädels und Jungs drüben, obwohl sie es nicht sind, freuen sich über jede dieser Arbeit an uns selbst und schon fließen Kräfte zurück. Da fließen Lebenskräfte zurück. Wenn wir richtig spirituell denken, schicken uns die Engel Ätherkräfte. Wenn wir entsprechend in Liebe fühlen, schicken uns die Erzengel Lebenskräfte. Und wenn wir Liebestaten verrichten, schicken uns die Achai Lebenskräfte. Das kann man ausprobieren und kann man erleben. Das ist das Geheimnis des spirituellen Umgangs mit dem Alterungsprozess. Da kommen dann auf einmal neue Kräfte ins Leben hinein. Geisteswissenschaft zu studieren ist wirklich etwas, das darf man nicht unterschätzen, man muss es nur richtig machen, wo sich drüben die geistige Welt unglaublich drüber freut. Ich habe mir schon überlegt, ob ich beginne, den Vortrag zu fragen, wer hat denn in dieser Woche sich 7-mal bei seinem Schutzgeist bedankt? Jeden Tag bei seinem Schutzengel und bei Erzengel Michael und bei dem Christus und dem Rest der geistigen Welt. Ich auch nicht. Ich vergesse es auch immer wieder. Ich bin da ganz ehrlich. Aber das ist dieses, worum es auch geht, bewusst zu sein, wir arbeiten mit diesen geistigen Wesen zusammen und sie brauchen uns und wir brauchen sie. Sie brauchen uns. Und in dem Moment, wo wir anfangen, sie zu lieben und mit ihnen zusammenzuarbeiten, fließen Kräfte zurück. Das ist die einzige Chance, die einzige Möglichkeit, sich zusätzliche Ätherkräfte im Leben zu holen und auch im Alter permanent jung zu sein. Das funktioniert, das weiß ich, dass das so ist. Und dazu gehört auch das Zusammenarbeiten mit den Verstorbenen, die gehören genauso dazu. Wir lernen das ja bei uns im Lehrgang Freiheit auch, wie bewusst wir zusammenarbeiten können und wie wir für unsere Verstorbenen, für drüben etwas tun können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Liebesdienst. Die brauchen unsere geistige Arbeit hier auch als Nahrung für sich drüben und da fließt einfach dann etwas zurück, wenn wir das tun. Also das ist im Grunde genommen das Programm, das Leben zu lieben, aber das Leben jetzt wie zu lieben? Das Leben hier, dieses Materielle, als Ausdruck des Geistes. Wenn es darum geht, die Materie, das Leben zu genießen, dich am Leben, diesem Leben zu erfreuen, das wirklich wertzuschätzen, das ist nämlich wichtig. Warum haben wir Menschen über Jahrtausende, zwei Jahrtausende vergessen, dass es Inkarnationen gibt? Das war ein Auftrag aus der geistigen Welt. Das musste vergessen werden, damit wir das Leben hier lieben lernen. Damit wir das nicht geringschätzen. Das war nämlich in alten Kulturen so. Sieht man heute noch im Indien. Ja, das Leben hier ist wenig wert, nur das drüben zählt was. Deshalb mussten wir Menschen vergessen, im Auftrag des Christus. Im Auftrag der geistigen Welt mussten wir erstmal vergessen. Da hat er so jemand geschickt wie den Augustinus. Der hat sich fürchterlich gewehrt dagegen und gesagt, nein, das ist dein Job. Du musst den Leuten sagen, es gibt kein Leben vor dem Leben, keine Präexistenz. Das muss den Menschen erstmal ausgeredet werden, damit sie hier auf der Erde ankommen und das Leben so wertschätzen, wie es wertgeschätzt werden sollte. Um dann was zu erkennen, dass diese Materie, auf der ich jetzt hier rumhaue, genauso Geist ist wie das Geistige drüben. Damit wir die Materie als etwas Geistiges kennenlernen. Und das Leben lieben lernen als etwas Spirituelles. Und nicht im Materialismus versinken, aber auch nicht in Blümchen-Esoterik, wo wir dann immer davon schweben. Nein, beides nicht. Weder die Erde verherrlichen, sondern und nur den Geist und zu erkennen, dass dieser Körper genauso Geist ist und dass er uns als geistiges Instrument dient, obwohl er ausschaut wie Materie. Ne? Weil wenn man Physiker heute fragt, was Materie ist, macht das wie der Biologe und sagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob es das gibt. Es ist zwar hart, aber was es ist, weiß ich nicht, weil das sind ja nur Wahrscheinlichkeitswellen im Kopf des quantenphysikalischen Mathematikers. Warum das trotzdem wehtut, ist mir nicht klar, aber es sind nur Wahrscheinlichkeitswellen. Das sagt heute ein Quantenphysiker. Das heißt, er weiß nicht, was Materie ist. Sie tut trotzdem weh, auf einer gewissen Ebene. Ne? Also die Materie schätzen zu lernen als was Geistiges, das ist ein Jugendprinzip. Das ist etwas, was uns beginnt, Jugendkräfte zu geben.